Hallo zusammen, schön, dass Sie bei uns sind. Das zeigen wir heute bei Objektiv. Geheime Welten unter unseren Wäldern. Militärbunker werden wiederentdeckt. Das Leben unserer Großeltern. Wie lebte man bei uns vor über 100 Jahren? Ein Mythos im neuen Gewand. Die Lorelei wurde komplett verändert. Auch wenn es kalt ist, zeigt sich die Natur von interessanten Seiten. Besonders romantisch wird es, wenn sich der Schnee über Felsen, Bäume und ganze Landschaften legt. Die Bilder des Monats zum Winter. Jahrzehntelang sollte keiner wissen, was sich unter den Waldböden im Südwesten befindet. Parallel der Grenze zum damaligen Feind Frankreich wurden unzählige Bunker gebaut. Kaum welche sind erhalten geblieben. Dieser wird aber zu bestimmten Zeitpunkten geöffnet und wir sind mit der Kamera dabei. Besuch in einem alten Bunker, der von mehreren Nationen genutzt wurde. Er ist selten offen. Maximilian Brauer von den verlassenen Orten Pfalz führt uns zu den interessanten Räumen. Einiges ist noch da, vieles lässt sich erahnen. Ausgeleuchtet wird mit Taschenlampen. Die Geschichtsgruppe ist da bestens ausgestattet und bietet sogar Grubenlampen und viel anderes Material zum Weiterverkauf an, damit Detektive der Geschichte sicher durch dunkle Orte der Historie navigieren können. Seit den 1920er Jahren wurde der Berg in Kinsbach als Sandgrube genutzt. Der Formsand wurde in Kübeln mit Hilfe einer Seilbahn über die Häuser des Ortes hinweg zu den Bahngleisen transportiert, um dann zu einer Gießerei nach Ludwigshafen gebracht zu werden. Teile des Geländes wurden 1937 von der Wehrmacht beschlagnahmt und der Bunkerbau begann. Zum Schutz vor den Franzosen, die man später überfallen hat, wurde der Westwall aufgebaut. Eine lange Linie mit zahllosen Bunkern und Militäranlagen. Unter dem Stahlbeton wurde vor allem Flugabwehrmunition gelagert. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges nutzte die Kinsbacher Bevölkerung die Anlage auch als Luftschutzbunker. Nach dem Kriegsende wollte Frankreich den Bunker sprengen. Die Franzosen wollten den Bunker sprengen, aber da hier die Hauptwasserversorgung von Kinsbach ist oder war, hat man sich entschieden, den Bunker doch zu lassen. Der Bodenbelag im Stil der 50er Jahre ist noch zu sehen. An vielen Wänden und Decken bröckeln Putz und Farbe ab. Die Vergangenheit bleibt nicht ewig konserviert. Wie kommt man denn auf die Idee, seine Wochenenden in dunklen Bunkern zu verbringen? Ja, man entflieht der Realität so ein bisschen. Man sieht einfach mal eine andere Welt. Man erforscht die Geschichte. Mhm. Man riecht die Geschichte auch in so einem alten Bunker. Da riecht es nach altem Heizöl. Der Verfall, wo sich alles zurückholt. Die Zeit holt sich alles zurück. Das macht das Ganze aus und reizt ein. Ist der Verfall einer alten Realität? Aber wird man da oft auf Dinge aufmerksam, wo man denkt, da habe ich was Neues entdeckt und das schockiert einem dann manchmal irgendwie? Naja, auch nach dem 15. Mal findet man hier noch neue Sachen, wo man immer wieder schmunzeln muss. Man ist ja schon 15 Mal gelaufen und findet heute hier was ganz anderes. Also es verändert sich alles. Ich kann morgen hier reinkommen, dann ist ein Stück Decke wieder runtergekommen durch die Luftfeuchtigkeit. Die Zeit holt sich zurück. Vieles von der Technik ist heute noch da. Heizung, Lüftung, die Räume der Telekommunikation. Aber die elektronischen Geräte wurden damals mitgenommen. Sie wären heute längst wertlos.
Ihr schaut euch so geheimnisvolle Orte nur an, wenn ihr auch die Erlaubnis dazu habt. Also typische Lost Places besucht ihr nicht, sondern nur die, wo ihr auch wisst, dass der Besitzer einverstanden ist. Richtig. Das ist auch sehr wichtig für uns, weil wir wollen nirgends inoffiziell reingehen. Es gehört sich einfach nicht. Das wäre ein Hausfriedensbruch, ist eine Straftat und das ist dieses Hobby nicht wert für uns. Was ratet ihr Leuten, die sich gerne Lost Places anschauen, aber die auf der sicheren Seite sein wollen? Kommt zu unseren Events. Ja, deswegen bieten wir auch ein, zweimal im Jahr so ein Event hier an, wo die Leute sich dann auch mal 3 Stunden frei bewegen können in so einer Anlage. Es lohnt sich halt einfach. Es gibt genug Sehenswürdigkeiten, wo man sich mal anschauen kann, so Bunkeranlagen. Es gibt auch verlassene Schwimmbäder, wo man sich anschauen kann. Es gibt, was haben wir noch, Industrieanlagen, wo regelmäßig Führungen angeboten werden. Mhm. Also man muss nur die Augen aufhalten, um irgendwas zu finden. Ja. Wie geht man da vor, wenn man zum Beispiel jetzt selbst ein altes Gelände sieht, wo man sagt, das ist bestimmt interessant, wird nicht mehr genutzt? Man muss dann rauskriegen, wem das gehört. Richtig, also wir nehmen dann meistens erstmal Kontakt mit der Stadt auf und fragen da mal an, weil Fragen kostet ja nichts. Ja. Meistens kennt man unser Projekt ja auch und da wird ja schon sehnsüchtig drauf gewartet, dass wir mal anrufen. Ach ja, endlich, ihr ruft mal an und es ist ja schön, euch mal persönlich kennenzulernen und ist uns auch schon passiert. Ja. Und ihr verbringt dann auch mal ganze Tage hier mit Führungen und mit Kamerateams hier im Bunker? Richtig, also unser Regeltag bei so einem Event sind 12 Stunden vor Ort, wo wir dann auch teilweise Kollegen im Bunker haben, die wirklich 12 Stunden kein Sonnenlicht sehen. Die sehen dann anschließend auch aus wie so eine Decke im Bunker, ja. Aber man muss es mögen einfach. Drinnen ist es heute wärmer als draußen. Im Bunker zwischen Kaiserslautern und Ramstein sind heute Führungen. Über 150 Leute waren schon da. Nach einer Einführung durch den Besitzer dürfen sich die geschichtsdurstigen Besucher frei bewegen und das unterirdische Reich selbst erkunden. Beim Verlassen werden die Namen auf einer Liste abgehakt, damit niemand in den dunklen Fluren vergessen wird. Das US-Militär nutzte die Anlage seit den frühen 50ern als Steuerzentrale für den Flugplatz Ramstein, unter anderem nicht weit weg von hier. Damals wurden weitere Teile hinzugebaut. Rund 200 Menschen arbeiteten hier bei der NATO. Als der Kalte Krieg dem Ende zuging, wurden weniger militärische Anlagen in der Mitte Europas gebraucht. Man beendete den Pachtvertrag mit der Familie Würmel, der einst die Wehrmacht das Gelände weggenommen hatte. Heute lässt Wolfgang Würmel die Gruppe Verlassene Orte Pfalz zweimal jährlich in den Bunker, um dort Führungen anzubieten. Die dunklen Räume zwischen dem Stahlbeton sind Orte zum Wohlfühlen, zumindest für Schimmel, der sich hier breit macht. Ja, hier hast du es eben mal im Kommandantenzimmer. Mhm. War echt gemütlicher für die damalige Zeit. Ich habe so schöne Aussicht mit Fenster. Ja. Und vor allem eine Pulle Asbach alt, uralt. Gemütlich ist es im Kommandantenzimmer dann doch nicht mehr, wenn man den Schimmel an den Wänden wahrnimmt. Die Toilette ist noch in Betrieb. Auch die alten Pläne sind noch erhalten, meist auf Deutsch. Ob man mit einem Fahrrad durch die Flure gefahren ist, weiß man nicht, aber es wäre durchaus nachvollziehbar, denn die Wege sind weit. Rund 4000 Quadratmeter hat man unter dem sogenannten Wingerzübel. Bei den Führungen legen die Ehrenamtler problemlos 10 Kilometer pro Tag zurück. Die Gruppe ist mittlerweile auch nördlich von Rheinland-Pfalz in verlassenen Gebäuden unterwegs. Max wohnt dort. Also wir sind mittlerweile auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs und in Niedersachsen waren wir jetzt letztes Jahr in einem ehemaligen Warenamt. Ich meine auch so um die 2.500-3.000 Quadratmeter. Hat noch alles funktioniert, wir haben Knöpfchen gedrückt, die Türen sind aufgefahren hydraulisch, die Lüftung hat noch funktioniert, Wasser ging noch da unten. Also dafür, dass wir nur 3 Stunden Zeit hatten, waren wir froh, dass wir nach 9 Stunden mal wieder Tageslicht sehen konnten. Pfalz von 92. Ach, die nächste Prüfung. Wer vor 30 Jahren hier rein wollte, musste durch die Militärkontrollen der Amerikaner. Der Ausweis wurde überprüft, man kam dann nur in die ersten Räume. Für die Flure dahinter brauchte man einen 6-stelligen Zahlencode. Heutzutage sind einzelne Funde ein Code, um die Geschichte zu entschlüsseln. An diesem und vielen anderen verlassenen Orten, die zu erzählen haben, was früher keiner wissen sollte. Einmal Mäuschen spielen in einer anderen Zeit. Wie haben unsere Vorfahren hier gelebt? Nicht leicht, sich das vorzustellen.
Wir haben ein Jahr lang Fotos aus dem heutigen Rheinland-Pfalz gesammelt, um zu zeigen, wie der Alltag aussah. Dabei reisen wir ins 19. Jahrhundert bis hin zum Ersten Weltkrieg. Der erste Teil einer neuen Serie in Objektiv. Vor 150 Jahren stehen schon viele Gebäude und Straßen, die wir heute noch kennen. Und dennoch, wenn wir die Menschen sehen, das Umfeld, es sieht aus, als ob wir in einer anderen Welt sind. Dabei ist es nur eine andere Zeit, genau da, wo wir heute wohnen. Wir wollen wissen, wie die Menschen im heutigen Rheinland-Pfalz und in Deutschland einst gelebt haben. Im 19. Jahrhundert und darüber hinaus, als das letzte Jahrhundert im zweiten Jahrtausend anbricht und es mehr Wandel gibt als je zuvor. Kinder wachsen meist auch auf dem Feld auf oder im Weinberg. Dass sie nicht nur als Arbeitskraft groß werden, sondern ihre Bildung ebenso wichtig ist wie Spielzeuge, um Kind sein zu dürfen, wird erst in dieser Zeit erkannt. Auf dem Land bauen viele Menschen selbst an, was sie zum Leben brauchen. Doch natürlich gibt es schon Metzgereien und Schuhmacher, Schreiner oder Eisenwarenhändler wie hier in Schifferstadt. Samenhändler in Neuwied. Eigene Berufsgruppen sind längst etabliert. Dennoch ist die Landwirtschaft sehr präsent, allein schon durch den Platz, den sie auf dem Land einnimmt. Der Fortschritt fasziniert die Menschen. Neue Technik macht ihnen aber auch Angst. Sie stellt das bisher dagewesene Leben auf den Kopf. In den Städten ist Hochindustrialisierung angesagt. Arbeitsschritte werden aufgeteilt und einzelnen Mitarbeitern zugewiesen. Das gilt noch heute als effektiv, macht den langen Arbeitstag aber auch eintönig. Meist ist nur der Vater der Ernährer und die Mutter kümmert sich um Haushalt und Erziehung des zahlreichen Nachwuchses. Als Familienoberhaupt hat der Mann das Sagen. Oft müssen die Arbeiter zu Fuß weite Wege zum Arbeitsplatz zurücklegen. 10 Kilometer sind keine Seltenheit. Da es in der Stadt mehr Arbeitsplätze gibt, ziehen vermehrt Menschen in die Städte. Noch ein Trend, der bis in unsere Zeit aktuell ist. Die Stadt ist staubig und verrußt. Die freie Sicht und Weite des Landes fehlt vielen Menschen. Doch die Stadt gilt als modern, aber gnadenlos. Viele Arbeitskräfte werden durch Maschinen ersetzt. Familien wissen nicht mehr, wovon sie sich ernähren sollen. Millionen von Menschen sind es mittlerweile, die keine andere Möglichkeit finden, als zu flüchten. Man hört von den Vereinigten Staaten, wo das Land groß sein soll, wo es viele geschafft haben, ein freieres Leben zu führen als hier im Kaiserreich, wo sie Arbeit finden. In diesen Jahrzehnten wandern 6 Millionen Menschen aus dem heutigen Deutschland aus. Ohne die Sprache zu sprechen und vorher jemals dort gewesen zu sein, suchen sie eine neue Heimat im Ausland, meist in den USA. Viele Pfälzer sind in ganz Europa als Wandermusiker unterwegs. Diese Menschen überqueren in Trier aber nur die Mosel und sind zu diesem Anlass schick gekleidet, denn die Fähre wird neu eingeweiht. Busse sind noch Pferdekutschen, Landmaschinen sind noch Kühe. Das Auto wird am Ende des 19. Jahrhunderts nicht weit entfernt von uns erfunden und gilt noch als Modeerscheinung. Das Pferd wird als Antrieb ersetzt durch Ottomotor und Diesel- oder Elektroantrieb vor über 100 Jahren. Die Straßen sind auch nicht gut ausgebaut. Viel schneller ist man auf der Schiene. Nach und nach werden Bahnstrecken gebaut. Eine Stadt ist stolz, wenn sie einen Bahnhof hat und sieht ihn als Aushängeschild für alle Ankommenden. Die schnellen neuen Transportmittel sind gefährlich. 1906 entgleist ein Zug in St. Goarshausen. Heute werden die Orte am Mittelrhein von über 100 Mal so vielen Zügen pro Tag durchquert. Die Angst vor einem weiteren Unglück gibt es immer noch. Der Mittelrhein wird schon zum Ausflugsziel mit dem Schiff. Man bewundert die Burgen und genießt den Blick von der Festung Ehrenbreitstein. Hauptsächlich sind Schiffe aber noch Transporter für Kohle, Baumaterial und Lebensmittel. Die Pferde dominieren das Straßenbild noch. Autos sind eine Seltenheit. Das deutsche Eck in Koblenz. Wo man heute auf der Spitze steht, war anfangs noch Wasser. Die Mündung wurde aufgeschüttet, um den Hafen zu vergrößern.
im Jahr 1897 ließ sich der deutsche Kaiser ein riesiges Denkmal aufstellen. Zahlreiche Statuen, die wir heute noch sehen, stammen aus dieser Zeit. Es gibt doch auch in ihrer Nähe einen Bismarckturm. Kaiser Wilhelm I. wird hier nur bis zum Zweiten Weltkrieg stehen. Nicht weit von hier, in Bad Ems, war er übrigens zur Kur. Rhein in Flammen, Feuerwerke gibt es am Rhein schon lange. Ein besonders opulentes wurde zu Ehren der englischen Königin in den Himmel geschossen. Die Großmutter des letzten deutschen Kaisers, Queen Victoria, besuchte den Mittelrhein 1845. Da war der letzte Kaiser noch gar nicht geboren. Die Menschen waren so begeistert von dem Ereignis, dass es immer wieder Feuerwerke gibt. Regelmäßig wird das Großfeuerwerk aber erst seit den 1920er Jahren organisiert. Das Schiffskorso kommt in den 1950er Jahren dazu. Die Brücke über den Rhein ist noch nicht fest. Wenn ein größeres Schiff an Koblenz vorbeifahren möchte, werden Teile der Pontonbrücke vorübergehend herausgenommen. Die Zukunft ist bei den einfachen Bürgern ungewiss. Man weiß nicht, wie oft man noch ein neues Jahr feiert. Aber gefeiert wird auch da schon mit öffentlichen Feuerwerken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts können sogar Privatleute ein eigenes Feuerwerk kaufen und auf der Straße ausrichten. Was das neue Jahr bringt, kann das Bleigießen verraten. Das ist nur eine von vielen Traditionen zum Jahreswechsel, die regional unterschiedlich sind. Es wird gut gegessen, weil man denkt, dass ein Fisch zur Silvesternacht Glück bringt. Bei anderen gibt es Kasseler und Sauerkraut. In Hessen glaubt man, dass man auf keinen Fall Äpfel essen sollte, da sie zur Silvester böse Geschwüre am ganzen Körper verursachen könnten. Der Mensch muss rein ins neue Jahr gehen, innerlich, aber auch das Haus muss sauber sein. In dieser Zeit entsteht auch dieses Silvestergedicht. Es hallet dumpf die zwölfte Stunde, es naht der wichtige Augenblick. Denn auf der ganzen Erdenrunde dreht wechselnd jetzt sich das Geschick. Wir stehen am Eingang neuer Zeiten. Wir schauen vorwärts, ahnungsschwer. Uns mag Vertrauen nur begleiten, hinaus ins wilde Lebensmeer. Was wird das neue Jahr uns bringen? Manch hoffen, täuschen und gelingen. In den Dörfern herrscht noch das Fachwerk vor. Was wir später als idyllisch ansehen, wird vielerorts gar nicht durch Kriege zerstört, sondern erst nach dem Zweiten Weltkrieg beseitigt, weil es nicht mehr modern ist. Häuser werden oft über Jahrhunderte weitergegeben und durch kleine Anbauten ergänzt. Hausfassaden in den Städten sind verziert und selbst Alltagsgegenstände liebevoll gestaltet. Schließlich nutzt man diese oft ein Leben lang, also 60 oder 70 Jahre. Schnörkellose Häuser kommen erst in den 1920er Jahren mit dem Bauhaus. Einfach wild rumspielen ist im Kaiserreich nicht gern gesehen. Trotzdem kommt der Fußball aus England nach Deutschland. Man könnte schmutzig werden, wie unsittlich doch diese Fußlümmelei ist. Wenig Regeln, 15 gegen 15 Mann. Ob man das wirklich braucht, wird lange diskutiert, während die Herren einfach spielen und sich der Kampf um den Lederball schnell zum Erfolg mausert. Die Vorläufer des ersten FC Kaiserslautern werden ab dem Jahr 1900 gegründet. Wann Mainz 05 gegründet wurde, lässt sich vom Namen ableiten. Museen gibt es in den Städten wie hier in Mainz. Jedes Dorf hat eine Volksschule. Der Fernseher ist noch nicht erfunden. Fotos sind in der Regel schwarz-weiß. Aber die Menschen lieben das Kino, das es auch auf dem Dorf gibt. Schließlich hat ja keiner der Leute etwas Vergleichbares zu Hause. Es gibt nicht mal ein Wohnzimmer im durchschnittlichen Haushalt, meist einem Eigenheim, in dem alle Generationen zusammenleben. Das Einkommen des Vaters entscheidet darüber, wie groß der Wohnraum für alle ist, in dem Tisch und Herd zusammenstehen, manchmal auch ein Chaiselong. Die Menschen waren hauptsächlich draußen zum Arbeiten, bis kurz vor dem Schlafengehen. Abends lesen ist auch schwierig, da es nicht bei allen elektrisches Licht gibt. Die Männer vergnügen sich dafür abends gerne am Stammtisch. Wirtshäuser gibt es an jeder Ecke, wie hier in Worms. Hier tauschen sich die Männer über Klatsch und Tratsch aus und über schöne Frauen. Ganz anders als die Frauen. Sie tauschen sich bei der Hausarbeit am Fenster und auf der Straße über Klatsch und Tratsch aus und über die Macken ihrer Ehemänner.
In den Weinanbaugebieten trinken die Männer den Wein. In anderen Regionen wird eher Bier getrunken. Immer aus der lokalen Brauerei. Was die Mutter auf den hölzernen Küchentisch bringt, hängt davon ab, was der Garten oder das Feld hergeben. In der Stadt kann man wie schon im Mittelalter den Markt besuchen. Wie hier vor der Kaiserslauterer Fruchthalle. Getrunken wird dazu nichts. Am Nachmittag gibt es vielleicht einen dünnen Kaffee. Sehr dünn. Die Bohnen dazu kommen aus den deutschen Kolonien und können im Kolonialwarenladen gekauft werden. Ebenso wie der Tee aus den Kolonien und viel anderes, das man vorher bei uns nicht hatte. Das Wasser aus den Leitungen ist relativ sauber. Viele holen ihr Trinkwasser auch aus den Brunnen, die überall an den Wegen verteilt sind. In anderen Brunnen wird wiederum gewaschen, ohne Waschmittel. Zusammen gegessen wird auf dem Land. In der Stadt entscheidet die Stechuhr darüber, wann es nach Hause geht. Das Essen wird oftmals mit zur Fabrik genommen oder von der Ehefrau gebracht. Eintöpfe, heimisches Gemüse, Kartoffeln und Brot. Gewürzt wird wenig. Pfeffer und Salz, was sonst. Fleisch gibt es höchstens sonntags. Ein Stück. Das größte für den hart arbeitenden Familienvater. Früchte hängen am Baum und können von da in den Mund fallen. Was es zu naschen gibt, entscheidet die Jahreszeit. So ist die Natur sehr präsent und man kennt sich aus. Schließlich ist man tagtäglich davon abhängig, was sie uns zu essen liefert. Mutti kocht auch gerne mal Marmelade, denn Zuckerrüben werden industriell verarbeitet und so kann man den Zucker fertig kaufen. Nicht in der Packung, sondern eine Tasse voll. Die Tasse bringt man selber mit. Der Begriff Unverpacktladen ist noch nicht bekannt, aber das Prinzip ist Alltag. Auch bei den echten Maronen aus Italien, die in Trier verkauft werden, das ist schon ein Foto wert. Die Einwohnerzahlen der Metropolen und Metropölchen verändern sich drastisch durch den Zuzug vom Land. Mainz verdoppelt seine Einwohnerzahl in weniger als 50 Jahren. Fast halbiert wird sie durch den Zweiten Weltkrieg. Viele Einwohner wurden ermordet, viele sind im Krieg gefallen oder haben ihre Wohnung in der Stadt verloren. Von 1950 bis 2000 wird die Einwohnerzahl wieder mehr als verdoppelt. Doch mittlerweile werden auch viele Vororte mitgezählt, die zwischenzeitlich eingemeindet wurden. Der Trend zum Wohnen in der Stadt geht rasant weiter. Die Menschen sind weniger als früher von der Natur abhängig. Viel mehr beeinflussen Politik und Arbeitgeber, wie viel der Einzelne hat. Manch einer bleibt auf der Strecke. Die Moderne ändert auch die Art, wie Kriege geführt werden. Mit effektiveren Waffen, grausamer. Das werden die Deutschen ab 1914 erfahren. Und wir zeigen es in einer der nächsten Sendungen. Im Weltkulturerbe hat man eine Sehenswürdigkeit nicht nur renoviert, man hat ein ganzes Gelände neu geschaffen. Nur der Ausblick blieb so romantisch wie eh und je. Die Lorelei kennt eigentlich jeder. Doch jetzt kann man sie ganz neu erfahren. Auf dem Berg ist ein neuer Park entstanden. Die Lorelei ist überregional bekannt und hat seit jeher ein mystisches Image. Am Mittelrhein kam man aber zu der Meinung, dass sie nicht modern genug sei und hat das Aussichtsplateau auf dem berühmten Felsen komplett neu gestaltet, musste dafür sogar Wege in den Fels einfräsen. Die Angst vor Veränderung war bei vielen Bürgern groß, vielleicht zu Recht? Wir besuchen das neue Gelände über St. Goarshausen, das im April 2019 neu eröffnet wurde. Sehen wir hier schlichten Beton? Nein, es ist Stein, der zur Geologie des Tals passt. Immer wieder mit neuen Linien, die zur Spitze des Plateaus führen, wo mehrere Aussichtspunkte warten. Von dem urig verwunschenen Flair ist immer noch etwas zu sehen. Mancher Baum ist über 100 Jahre alt. Die Aussicht traumhaft und befreiend weit wie eh und je. Das Berghotel mit Jugendheim und Café wurde abgerissen. Der Parkplatz ist jetzt weiter weg und so bleibt mehr Platz für Pflanzen und einheimische Tiere in dem Kultur- und Landschaftspark oberhalb der engen Stelle im Flussverlauf. Bäume wurden gefällt, doch einige auch neu gepflanzt. Man kann der jungen Natur nun wieder beim Wachstum zusehen. Gräser und Sträucher werden sich neu entwickeln. Zu jeder Jahreszeit sollen die Pflanzen im Park andere Höhepunkte bieten. Die vielen Steine bleiben ein Lieblingsplatz für Salamander und Eidechsen. Die Geländer aus modernem Cortinstahl können nicht rostig werden, denn sie sind es von Anfang an.
Sie strahlen damit mehr Wärme aus als Edelstahl. Immer wieder finde ich Bänke zum Ausruhen oder einfach um den frischen Wind 200 Meter über dem Fluss zu genießen, dem Summen von Bienen zuzuhören. Das Gelände ist barrierefrei, ein Unterschied zu früher. Auf dem Ufer gegenüber kann man campen mit Blick auf den berühmten Felsen. St. Goar ist eine kleine idyllische Touristadt und rundherum zaubern Burgen das Flair ins Tal, genauso wie die schroffen Felsen der Gebirge, die vom Rhein durchschnitten werden. Über 2 Jahre lang war die Lorelei eine Baustelle. Über 20 Millionen Euro wurden aus verschiedenen Quellen investiert. Die Unterhaltungskosten der Anlage sollen durch Parkgebühren gedeckt werden. Wer sich selbst eine Meinung zur neuen Gestaltung machen will, wird mit der Aussicht auf eines der schönsten Täler Europas belohnt. Der Park auf dem Loreleifelsen rechts des Rheins bleibt ein begehrtes Motiv für Selfies. Und ein schönes Motiv für Kameras. Wir schließen jetzt das Objektiv. Auf hoffentlich bald. Tschüss.